Herzlich willkommen zu Urknall Weltall und das Leben. Es gibt Neues von Betay Goetze oder Betelgeuse oder Alpha Orionis, wie immer Sie es gerne halten wollen. Konkret eine Publikation im Astrophysical Journal am 29. Juni. Sie soll Licht ins Dunkel bringen, im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich in der Frage, was hat denn jetzt diese Verdunklung verursacht, wenn es schon nicht eine sich ankündigende Supernova war? Da haben wir ja eigene Beiträge dazu gemacht. Das rolle ich jetzt nicht alles nochmal auf, sondern ich möchte auf diese spezielle Sache jetzt hier abzielen. Und zwar auf die Frage, war es jetzt Staub zwischen dem Stern und uns in der Sichtlinie? Gab es hier irgendwelche Ausbrüche, die dann zu dieser Verdunklung geführt haben? Oder ist es vielmehr ein Effekt auf der Oberfläche des roten Überriesen, auf der Photosphäre? Das beschäftigt die Leute jetzt schon eine Weile und die Wetten gingen ja eher so hinsichtlich Staub, weil man weiß ja, da ist viel los und solche rote Überriesen treiben starke Winde an. Aber das Pendel scheint jetzt in die andere Richtung auszuschlagen. Es scheint doch sich auf Effekte auf der Oberfläche zurückführen zu lassen. Aber ich würde vorschlagen, wir haben ja so eine kleine Tradition hier auf unserem Kanal, auch mal durch Originalpublikationen zu gehen gemeinsam. Nicht jede bietet sich dafür an, weil oft sehr viel Mathematik-Overload dabei ist. Aber da, hier konkret würde ich vorschlagen, schauen wir mal gemeinsam in diese Arbeit hinein. Dann haben Sie die Information aus erster Hand. Worum geht's? Titel der Arbeit: Betay Goetze ist auch im Submillimeterbereich dunkler. Das Ganze basiert auf einer Analyse des James Clerk Maxwell Teleskops. Das steht auf Hawaii, ist mit 15 Metern für diesen Wellenlängenbereich jetzt hier sogar das größte Radioteleskop, das wir haben. Ist ganz bekannt, war auch eines dieser 8, die am Event Horizon Teleskop an diesem Projekt beteiligt waren, das Bild des Schwarzen Lochs. Auch APEX, also Atacama Pathfinder Experiment, war daran beteiligt. Das ist hier schon so das Who is Who der Radioastronomie. APEX ist, muss man sich vorstellen, wie eine einzelne Anlage, eine Schüssel, wie diese 66 bei ALMA, die ich Ihnen mal vorgestellt hatte in einem eigenen Videobeitrag. Wer das nicht gesehen hat, bitte unbedingt nachholen, weil da haben wir wunderbare Aufnahmen, sogar den Sonnenaufgang hinter diesen Radioteleskopen gefilmt. Also das muss man gesehen haben. Das ist wirklich eine tolle Geschichte. Also, verantwortlich für das Paper ist Varma Vardena. Wenn ich persönlich jetzt Fragen habe, wenn ich irgendwelche Verständnisprobleme habe, wende ich mich immer an den Erstgenannten im Paper, weil das ist der, der wirklich Ahnung hat. Die anderen, die haben natürlich auch tolle Beiträge und machen und tun, aber also mein Erfahrungswert ist, wenn es Probleme gibt, wende dich an den Erstgenannten. Wo wurde publiziert? Im Astrophysikalischen Journal, also im Astrophysical Journal. Und das ist hier ein Letter. Das ist dann gekennzeichnet in Form vom APJL. Das ist natürlich jenseits der Bezahlschranke. Also wer solche Arbeiten lesen möchte, und ich würde es Ihnen dringendst empfehlen, dann wird er auch fündig hier am ArcSci-Server. Also wenn Sie hier schauen unter arxiv.org, dann bekommen Sie kostenlosen Zugang zu solchen Publikationen. Ganz wichtig natürlich der Abstract. Der muss gelesen werden. Worum geht's? Betay Goetze, der nächstliegende rote Überriese, hat eben eine außergewöhnliche Verdunklung erfahren im optischen Bereich. Und hier speziell wird jetzt der Submillimeterbereich, also wesentlich größere Wellenlängen, als wir sie sehen könnten von diesen beiden Teleskopen, 13 Jahre Daten sammeln, inklusive dieser Zeit auch, wo diese optische Verdunklung stattgefunden hat, das wird jetzt hier vorgestellt. Und herausgefunden wird eben, dass hier auch in diesem Bereich 20% Verdunklung stattgefunden hat, auch im Submillimeterbereich. Das lässt man einfließen in Strahlungstransfermodelle und kann dann eben zeigen, dass das nicht mit Staubmodellen vereinbar ist, sondern viel besser mit einer Änderung an der Photosphäre, also an der Oberfläche des Sterns.
Anders als es bisher eben so publiziert wurde, dass der Favorit eben Staub wäre innerhalb der Sichtlinie. In der Einleitung, also können Sie sich mal alles in Ruhe anschauen, ich sage nur dazu, RSG steht jeweils für Reds Super Giant, also roter Überriese. Wichtig ist eigentlich nur hier, okay, das Teil ist also 152 Parsec weg mit einer relativ hohen Unsicherheit. Und da gab es eben dieses Minimum. Und da gibt es vier mögliche Erklärungen. Die erste Erklärung liegt darin, dass ein Zyklus, der ungefähr 400 Tage hat, mit einem zweiten Zyklus, der ungefähr 5 Jahre hat, so interferiert. Beide gehen jetzt nach unten in der Helligkeit, dass eine sehr ausgeprägte Gesamtbeeinträchtigung der Helligkeit entsteht. Das ist die Möglichkeit 1. Die zweite Möglichkeit, dass tatsächlich auf der Oberfläche dieses Sterns Flecken entstehen, kalte Spots, also Bereiche, die niedrigere Temperatur haben, wodurch dann die Gesamthelligkeit natürlich nach unten geht. Die dritte Möglichkeit wäre dann tatsächlich Staub, also neuer Staub, der hier ausgeworfen wird entlang der Sichtlinie. Und die vierte Möglichkeit wäre, ja, dass hier tatsächlich sich eine Supernova ankündigt. Das, wie gesagt, Thema ist durch. Dann ist hier noch ein bisschen Einleitung, da wird das erklärt, wie das genau läuft in diesen Bändern, wie man sich ein bisschen geschickter anstellt bei diesen Beobachtungen. Wichtig ist für uns 450 Mikrometer und 850 Mikrometer. Das sind die Wellenlängen, bei denen hier beobachtet wird. Damit Sie sich dann in den Diagrammen zurechtfinden, muss man vielleicht diese Abkürzungen mal gesehen haben, also SCUBA 2. Steht für dieses Submillimeter Common User Bolometer Array 2. Das hat also mit dem James Clerk Maxwell Teleskop zu tun. Entscheidend, wenn es zusätzlichen Staub gäbe, würden wir erwarten, dass auch in diesem Bereich eine Zunahme der Emission stattfindet, im Submillimeterbereich, weil das der typische Bereich ist, bei dem kalter Staub abstrahlt. Während die Photosphäre, wenn wir hier eine Schwankung haben, dann sehen wir jeweils einen Abfall in der Gesamtleuchtstärke über den gesamten Wellenlängenbereich. Das ist hier nochmal herausgearbeitet. Bei den Beobachtungen und diesen Daten, ja, also interessant ist es vielleicht nochmal zu sehen, wann wurde das gemacht. Man sieht also hier im Januar, Februar, März. Das heißt, in diesen relevanten Zeiträumen, in denen man diese optische Verdunklung gesehen hatte. Hier haben wir eine Gesamtdauer von 11 Minuten. Dann gab es Bestandsdaten, mit denen man das vergleichen konnte. Da waren 6 Minuten Gesamtaufnahme. Das ist jetzt hier alles sehr technisch. Ja, bei diesem SCUBA 2 Beam, da hat man dann jetzt 13 Bogensekunden oder 7,9 Bogensekunden. Das ist für uns jetzt alles relativ uninteressant. Also hier ist sehr viel Technisches, wie stellt man sich geschickter an, welches Teil, welche Software, welches, was auch immer nutzt man hier, um an die Daten ranzukommen. Bestmöglich. Also da springen wir großzügig drüber. Bestenfalls schauen wir uns noch die Tabelle an und stellen fest, aha, hier haben wir die Daten, zu denen beobachtet wurde. Und diese neueren Daten jetzt haben einen deutlich verringerten Fluss, zum Beispiel hier bei diesen 450 Mikrometern gegenüber diesen Bestandsdaten. Also hier sind wir deutlich drunter. Das ist durchaus mal interessant. Dann wird hier erklärt, wie diese Analyse stattfindet. Das wird hier einfach alles genau durchexerziert, damit man das möglichst gut nachvollziehen könnte, damit es transparent ist. Ich würde sagen, wir schauen uns gleich die Modellierung an dieser Lichtkurve, weil anhand dieser Daten, das ist jetzt ein ganz wichtiger Gedanke, anhand dieser Daten, dann nimmt man sich drei mögliche Szenarien, die nennt man C1, das ist so ein konstanter Fluss über diesen Betrachtungszeitraum. Ein Szenario C2, da hat man tatsächlich einen Bruch in zwei Epochen, hat man es also mit etwas phänomenologisch Neuem zu tun. Bei C2, da hat man es mit einem Bruch zu tun, also mit einem phänomenologischen Unterschied. Das sind ja ganz klar zwei Epochen. Und
Dann gibt es hier noch ein Szenario 3. Das wäre dann ein Fluss, der sich linear mit der Zeit verändert. Und dann schaut man einfach mal in die Daten hinein. Ich mache es hier mal kleiner, damit wir es ganz drauf haben. Hier sieht man den optischen Bereich nochmal. Den hatte ich Ihnen ja schon mal gezeigt, wenn Sie sich an AAVSO erinnern, im V-Band. Und da hinten sieht man natürlich jetzt ganz deutlich, da geht es bergab. So ein roter Überriese hat natürlich ein bewegtes Leben, also über die Jahre, da tut sich hier schon was. Aber das ist dann auf jeden Fall außerordentlich. Grün sind hier nochmal aufgetragen, diese Scuba-2-Daten auf 450 Mikrometer, rot bei 850 Mikrometer, violett, das sind jetzt APEX-Daten. Und dann hat man auch noch ALMA mit dazu genommen, der wäre jetzt hier. Trägt man alles zusammen. Hier mit diesem eingesetzten Diagramm vergrößert man nochmal diese relevanten Daten, um sie klarer unterscheiden zu können. Und dann sieht man halt, okay, hinter dieser Linie, die wir hier sehen, also das Zeitfenster dieser optischen Verdunklung, das sich hier anschließt, da ist auch tatsächlich jetzt in diesem 450 Mikrometer Bereich ein deutlicher Abfall. Das hatten wir ja schon gesehen. Und das ist eben hier die Erkenntnis. Dann ist ein bisschen die Rede davon, wie das statistisch dann gemacht wird, wie die Auswertungen passieren. Und man kommt dann zu dem Schluss eben, dass man das eine gegen das andere klar präferieren kann. Also wenn man die Szenarien C2 und C1 vergleicht, dann sieht man, aha, C2 ist hier klar bevorzugt in diesen Daten. Das sieht also so aus, als gäbe es hier tatsächlich einen Bruch, als wäre hier phänomenologisch was passiert. Und man sieht, dass man hier klar niedriger ist im Submillimeterbereich, als man es vorher war. Also diese Verdunklung im Optischen geht hier ganz klar mit einem Einbruch auch im Submillimeterbereich einher. Und zwar geht es hier um 20%. Dann wird hier nochmal, das ist ein ganz wichtiger Satz aus meiner Sicht, herausgestrichen, dass eine Zunahme des Staubes nicht eine Abnahme im Submillimeterbereich erklären kann. Hatten wir gesehen, Staub emittiert genau in diesem Submillimeterbereich. Mehr Staub, mehr Emission, ein Anstieg wäre zu erwarten, auf keinen Fall ein Einbruch. Jetzt könnte man sich noch so erklären, dass es zwar Staub gibt, zusätzlichen, der auch mehr Emission macht, aber die Emission eben nicht zu uns vordringt, weil sie da irgendwie in den ganzen Staub versackt, weil das optisch dick wäre, die Photonen halt nicht raus können. Nein, auch das ist hier nochmal ganz klar gesagt, im Submillimeterfluss, in diesem Bereich, sind diese Staubemissionen bei diesen Wellenlängen optisch dünn. Das heißt, die könnten in jedem Fall das Medium verlassen, die würden wir sehen. Wir sehen sie aber nicht. Also möchte man genauer verstehen, was passiert ja an der Photosphäre. Da scheint ja jetzt der Hund begraben zu sein. Und deshalb macht man jetzt Strahlungstransfermodelle. Und in diese Strahlungstransfermodelle lässt man jetzt alles Mögliche an Daten einfließen. Zeigt hier nochmal ganz genau, möglichst nachvollziehbar, wie das gemacht wird. Dann macht man ein zweites Modell, indem man nicht die Photosphäre jetzt hier betrachtet, sondern indem man so eine Shell, also so eine Schicht an Staub macht, so eine Hülle zwischen 2- und 4-mal dem Radius des Sterns entfernt. Und dann vergleicht man einfach diese Modelle. Das ist das Entscheidende. Und dann sieht man, aha, anhand dieser Strahlungstransfermodelle wäre zu erwarten, dass man sehr, sehr wenig Unterschiede hat im Wellenlängenbereich, der größer ist als 100 Mikrometer, wenn Staub eine Rolle spielt. Das ist hier das Entscheidende. Also hier killt man nochmal das Staubargument, wenn man so will. Das Ganze ist hier nochmal schön grafisch. Also wer vermag, den besten fit zu machen, das ist im Endeffekt nur das, was hier oben statistisch schon mal gesagt wurde. Also das bringt wenig neue Erkenntnis. Wichtig ist hier nochmal, nur Schwankungen an der Photosphäre können diesen Submillimeterbereich, diesen Einbruch hier erklären oder reproduzieren anhand dieser Daten. Wenn sich hier noch was ändern sollte, das finde ich ganz interessant, dann, wenn sich also an der Photosphäre was tut, dann kann jetzt entweder die gesamte Photosphäre
eine niedrigere, mittlere Temperatur haben, oder es sind nur einzelne Flecken, die hier eine Rolle spielen. Oder das ganze Ding könnte sich auch aufblähen gewissermaßen. Das Aufblähen ist jetzt die weniger kritische Variante, weil man weiß aus der Theorie heraus, dass der Radius, die Schwankungen im Radius, die gehen mit Wurzel der Helligkeit. Also wenn hier Schwankungen im Radius sind, dann wären die klein. Das wird hier nochmal gezeigt. Aber wie wollen wir jetzt unterscheiden, ob die mittlere Temperatur abgefallen ist oder ob es einfach eine Zunahme an irgendwelchen Flecken war, die hier eine Rolle spielen? Und das sieht man jetzt hier sehr schön. Das trägt man ja alles in dieses Diagramm ein. Und dann hat man in vier verschiedenen Farben vier verschiedene Szenarien. Einmal eine Oberflächentemperatur bei 3650 Kelvin. Das ist das, was man so im Langen erwartet. Das wäre jetzt hier ein Einbruch um 200 Kelvin. Orange sieht man kaum, ist komplett überdeckt von Grün und Pink. Grün und Pink wären jetzt Szenarien, wonach der Stern zwar so hell ist wie vorher, mehr oder weniger, aber die Hälfte hier bei Grün hätte einen Einbruch. Also hätte man jetzt Flecken, die etwa die Hälfte bedecken. Und hier hat man Flecken, die 70% bedecken. Und dann sieht man, dass diese drei unteren hier sehr schön zur Deckung kommen und dass die tatsächlich die Beobachtungen hier sehr gut abbilden. Und das führt dann eben zu dem Schluss, dass es auf keinen Fall Staub sein kann und dass das wahrscheinlichere Szenario dieses Einbruchs anhand dieser Strahlungstransfermodelle tatsächlich eine Veränderung an der Oberfläche des Sterns, an der Photosphäre ist. Und zwar, dass hier 20% an Leuchtstärke dieser Einbruch sich aufteilen auf Radius und Temperatur, wobei die Radiusänderung eine geringere Rolle spielt wohl, aber es sehr viele Bereiche geben muss, große, riesige Bereiche, die einen Einbruch um ungefähr 200 Kelvin haben. Dass wir also hier ganz klar es zu tun haben mit großen solaren Flecken, also Sternflecken, die stark verringert sind in der Helligkeit. Am Ende finden sich noch die Danksagungen und natürlich die Referenzen. Das ist jetzt eher Information für jemanden, der das konkret nachvollziehen kann, der diese Modelle kennt, der hier nochmal die Quellen recherchiert, die Daten, die einfließen von anderen Publikationen, von anderen Beobachtungen, der sich kritisch damit auseinandersetzen kann. Da bin ich jetzt nicht der Geeignete. Diese experimentellen Dinge, davon verstehe ich zu wenig. Da vertraue ich dann tatsächlich auf den Gutachter, der ja zwischen dieser Publikation und der Veröffentlichung letztendlich steht und der all diese Dinge dann kompetent abschätzen kann. Also es gibt da niemanden in der Naturwissenschaft, der das komplette Spektrum abdeckt. Da muss man dann untereinander ein gewisses Vertrauen aufbringen. Und Sie haben ja gemerkt bei der Besprechung des Papers, ich bin jetzt keiner, der so tief in diese experimentellen Sachen hineingeht. Und wie kommt es jetzt zu solchen Flecken, zu solchen Zonen, die stark reduziert sind in der Temperatur, gleich um ein paar hundert Kelvin? Na, da haben wir natürlich eine klare Vorstellung, weil wir das von unserer Sonne kennen, die Sonnenflecken. Natürlich viel schwächer ausgeprägt als jetzt bei so einem roten Überriesen, aber das Prinzip ist das gleiche. Irgendwie muss der Stern diese immense Temperatur aus dem Zentralbereich abtransportieren. Und da stehen ihm nur drei Möglichkeiten zur Verfügung. Die Wärmestrahlung, die Wärmeleitung und die Konvektion. Wärmestrahlung ist diejenige, die vorherrscht bei den größten Temperaturen. Die geht mit T hoch 4 und teilweise sogar noch schlimmer. Das heißt, im Zentralbereich, da wo es richtig hohe Temperaturen hat im Stern, da wird der Strahlungstransport dominieren. Und dann kommt ein Bereich, da spielt dann auch schon mal die Leitung, die Wärmeleitung eine Rolle. Das Strahlung wäre jetzt so, als würden Sie am Kachelofen stehen in sicherer Entfernung und sich erfreuen an der Wärme, die Sie da erfahren. Wärmeleitung wäre jetzt schon vergleichbar damit, dass Sie die Hand auflegen an den Kachelofen und jetzt hier Wärmeleitung erfahren. Ja, und Konvektion spielt dann eine Rolle, wenn die Wärmeleitung nicht mehr in der Lage ist, effektiv genug zu sein. Also dann, wenn Sie ein Chili con Carne aufsetzen, dann wird es nicht allmählich hier durch die Leitung sich durcherwärmen,
sondern dann wird es blubbern. Dann gibt es Konvektionsrollen, Material steigt auf, heißes Material will nach oben, um sich da abzukühlen. Also das ist, dann gibt es solche Konvektionsrollen, kühlt sich ab, geht wieder nach unten. Und das passiert auch in den äußeren Bereichen der Sterne. Bei unserer Sonne ist schon so ein Viertel der Tiefe, das ist im Radius, da passiert ganz viel Konvektion. Man sieht es ja auch an den Sternen, weil da ganz viel Material nach draußen kommt. Also man muss ja einfach nur diese Simulation anschauen von dem Kollegen Bernd Freitag, dann ist einfach alles gesagt. Ist natürlich vorsichtig, es ist eine Zeitrafferaufnahme, Sie kennen sie ja schon. Ja, dann sieht man, dass es immer wieder zu Phasen kommt, wo solche starken Dunkelphasen sind, wo sehr viel dunkle Flächen jetzt an der Sternoberfläche erscheinen. Das ist Konvektion, weil mit der Konvektion bewegt sich jetzt geladenes Material. Das ist der springende Punkt. Und geladenes Material, Plasma, heißt, wir haben Ströme, wir haben Magnetfeldlinien. Wenn Sie geladenes Material bewegen, kommt es hier zu Veränderungen in den Magnetfeldlinien. Jetzt dreht sich der Stern ohnehin schon um seine Achse. Und dabei kommt es eh schon zu etwas, das man differenzielle Rotation nennt. Das heißt, am Äquator kommt es zu einer anderen Geschwindigkeit als an den Polen. Tatsächlich, unsere Sonne ist zum Beispiel am Äquator, wenn Sie dann den Punkt nehmen, ich glaube, da haben wir so 24, 25 Tage, die wir brauchen für so eine Umdrehung. Weiter oben ist es dann eine Woche länger. Durch diese differenzielle Rotation vom Äquator zu den Polen verdrillen sich diese Magnetfeldlinien, die ohnehin da sind in dem Stern, weil auch hier haben sie wieder Plasma, das sie bewegen. Auch in der Tiefe gibt es einen Unterschied. Das heißt, die Geschwindigkeit verändert sich vom Zentralbereich nach draußen bei dieser Rotation. Das ist also ein hochkomplexes Gebilde. Und dadurch sind die Magnetfeldlinien hier nicht ganz trivial. Und wenn Sie jetzt noch anfangen, im oberen Drittel hier Konvektionsblasen zu treiben, dann kommt es zu ganz wirren Verbindungen, Verflechtungen. Also die Magnetfeldlinien, die sehen hier sehr, sehr turbulent aus. Und da kann es sogar zur Rekonnektion kommen, dass sich Magnetfeldlinien dann irgendwo schneiden. Da hatten wir mal einen eigenen Videobeitrag gemacht zu den Flares, wenn Sie den nicht gesehen haben. Und weil wir jetzt Magnetfeldlinien haben, weil wir Elektromagnetismus im Spiel haben, kann es eben sein, dass die Feldlinien sogar austreten von dem Stern. Dann kommt es zu diesen koronalen Massenauswürfen. In jedem Fall haben wir Bereiche, wo der Elektromagnetismus das Kühlen, also dieses Aufsteigen, dieser Konvektionsrollen behindert. Weil er hier einfach in die falsche Richtung weist, also Gegenverkehr gewissermaßen. Dadurch wird dieser Wärmetransport weniger effizient. Ergo, wir haben an der Oberfläche einen kühleren Bereich. Das ist die Theorie dieser Sonnenflecken. Elektromagnetische Felder verhindern also diesen effizienten Wärmetransport nach draußen und dadurch sinkt dort, wo diese Magnetfelder eben falsch im Gegenverkehr stehen, verhindert es dann diesen Wärmetransport und dann wird es da kühler. Das nennt man einen Sonnenfleck. Da unterscheidet man dann die dunklen Bereiche als Umbra und diese Randbereiche als Penumbra. Und ich zeige Ihnen doch nochmal einen sehr schönen Vertreter hier auf unserer Sonne. Man sieht auch sehr schön diese neben den Flecken, diese Granulen. Also hier erahnt man förmlich dieses Blubbern, dieses nach oben steigen dieser Zellen. Also da sieht man das wunderbar in dieser Aufnahme. Ich hoffe, das hat Ihnen einen Einblick erlaubt, wie die Kollegen von der Beobachtung hier immer wieder versuchen, über diese immensen Entfernungen hinweg aus dem Licht möglichst viel herauszulesen. Man macht sich Gedanken, bei welchem Wellenlängenbereich denn jetzt Staub
sich verraten müsste, man geht also in den Submillimeterbereich, schaltet große Teleskopanlagen dann zusammen oder vergleicht deren Daten, erkennt, okay, eigentlich müsste doch mehr Staub zu mehr Emission führen in diesem Bereich, wenn Staub auf diesem Wellenlängenbereich jetzt hier sich durch Emission zeigt. Das ist aber nicht der Fall. Man kann sogar einen Einbruch nachweisen. Mit diesen Daten, mit diesen Erkenntnissen geht man dann in Modelle hinein. Das ist ganz häufig so, dass man hier noch einen Zwischenschritt braucht über solche Simulationen, über solche computergestützten Untersuchungen. Und dann zeigt sich, ja, okay, solche Strahlungstransportgleichungen würden auch darauf hinführen, dass dann am Ende tatsächlich das ein oder andere Szenario wahrscheinlicher ist. Ja, und dann kommt es eben zu dieser Erkenntnis, aha, da ist was auf der Photosphäre, das ganze Ding verdunkelt sich im gesamten Wellenlängenbereich. Dann versucht man noch herauszuarbeiten, ist das Ding insgesamt dunkler geworden oder eben nur partiell. Da kann man das ein oder andere ausschließen, aber es bleibt eben dann die Möglichkeit, dass hier eine Verdunklung insgesamt passiert oder wahrscheinlicher noch 50% mindestens abgedeckt werden durch Sonnenflecken oder dunkle Zonen auf der Oberfläche. Ob das jetzt der letzte Aufreger ist, den Beteigeuze uns liefern wird, ich wage es fast schon zu bezweifeln. Einen Aufreger ganz anderer Art hatten wir letzten Freitag bei der Veröffentlichung des Videos zur Schleifen Quantengravitation. Da gab es am Ende mehr Kommentare zu einem Phänomen, das jetzt hier unerklärlicherweise in der Publikation noch keine Erwähnung findet, nämlich zu der Theorie, dass ich aus einem Paralleluniversum zurückgekommen wäre und man würde es anhand eines Relikts am Kinn erkennen können. Auch von dunkler Materie war die Rede oder gar von Schleifen, Quanten, von Strings und dergleichen. Also wollte ich das hier mal kurz klarstellen. Nein, es ist natürlich ein Ragnar Lodbrok-Bart. Okay, ich bin ein bisschen ins Zweifeln geraten mittlerweile. Böse Zunge behaupten, es sieht eher aus wie Catweasel. Also warten wir ab, was die Endstufe dann bringen wird. Aber schwer lastet vor allem ein Zitat meiner lieben Frau, die meinte, wir könnten von großem Glück reden, dass wir davon leben, was in meinem Kopf drin ist und nicht davon, wie er von außen aussieht.